Yo, was geht Leute, heute gibt's TDM auf Schloss und dieses Video hier dient einfach nur zum Rumgelaber und Kackegelaber, sag ich mal. Also ich rede jetzt hier einfach 5 Minuten irgendwas, was mir gerade so in den Kopf kommt, denke ich mal. Weil das Video kein richtiges Thema hat und das Gameplay geht auch nur etwas länger als 5 Minuten, glaube ich. Und ich habe hier einfach in der 5er Lobby gespielt und ja, ein gutes Gameplay gerissen, also einen guten Score. Ja, jedenfalls, die Sommerferien neigen sich jetzt dem Ende zu. Ich habe jetzt, warte, ich guck mal eben. Moment, ich habe jetzt in den Sommerferien schon 37 Videos gemacht. Ja, also dieses Video hier ist das 38. Ich guck mal, wie viele Videos ich insgesamt schon gemacht habe. Moment. Ja, 41 Stück. Okay, mit dem hier 42 Stück, ja. Das ist richtig heftig, weil ich nicht mal 2 Monate YouTube mache. Und ja, hier für Spieler der Woche, da haben es wirklich schon, ich glaube, 2 Leute schon geschafft, die Aufgabe. Für die, die es nicht gesehen haben, guckt euch nochmal an. Das war das letzte Video, was gestern hochgeladen wurde, ja. Da habe ich ja die Aufgabe gegeben und 2 Leute haben es wirklich schon geschafft. Ja, irgendwie nach 2 Stunden hat mir einer schon sein Gameplay angesendet. Und zwar hat er es, glaube ich, gestern erst geschafft. Ich weiß nicht, ob der es vorher schon mal gepackt hat, keine Ahnung. Ist aber auf jeden Fall auch egal, weil ich das ja nicht gefordert habe, dass das direkt erspielt werden muss. Kann ja auch früher gewesen sein. Und ja, viele Clips habe ich auch bekommen, ja wirklich. Ich habe, glaube ich, über 30 Clips schon bekommen. Sendet mir auf jeden Fall noch weitere ein, ja. Sind auf jeden Fall richtig geile schon dabei. Aber können auch noch mehr kommen. Weil es ist jetzt auch schon richtig schwer mittlerweile dann da in die Folge aufgenommen zu werden, glaube ich. Weil je mehr Clips, desto besser werden die Clips natürlich auch. Aber wird kein Problem sein, denke ich mal. Wie gesagt, ihr dürft auch nicht dann, ja, weiß nicht, enttäuscht sein, wenn euer Clip heftig ist, aber diese in der nächsten Folge nicht dabei ist, weil er kann auch in der nächsten Folge dann kommen. Und ja, 40 Videos habe ich jetzt hochgeladen. BTA, so gibt es schon 4 Folgen, habe ich natürlich 4-mal verkackt. 100 Abo Special habe ich gesagt, lasse ich mir was einfallen. Und Top 5 gibt es 2 Folgen. Challenge gibt's. Boah, weiß nicht, ist schon ein bisschen länger her, warte mal. Challenge gab es. Boah, ist lange her. 6 Folgen. Oha, ist ja schon fast ein Monat her, die letzte Folge. Naja, habe ich auch echt lange nicht mehr gemacht. Live Challenge Uncharted 3. Weiß nicht, ich hatte nicht so Bock darauf, Challenge zu machen, weil ich dann immer verkackt habe und so. Also nicht verkackt von der Challenge her, sondern von den Scores her und so. Und da immer zerrissen wurde, da hatte ich nicht so viel Lust drauf, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich gar keine Ahnung, was ich eigentlich jetzt sagen soll, weil das hat kein Thema. Ich habe ja letztens so ein bisschen themenbasierendere Videos gemacht. Die mit Alkohol und Rauchen, dann so 2 Real-Life-Stories rausgekloppt und so. Ja, das gibt's gerade nicht, weil bei mir gerade irgendwie nichts passiert. Am Mittwoch beginnt wieder die Schule, heute ist ja Sonntag. Und ich habe eigentlich relativ viel Lust, ja. Ich habe am Ende der Ferien immer Lust auf Schule. Vor allem, weil ich vor den Sommerferien 8 Wochen nicht in der Schule war, ja, weil ich krank war. Kann ich später mal erzählen, das mache ich dann in einem separaten Video. Aber ja, jedenfalls relativ viel Lust auf Schule. Ich weiß aber jetzt schon genau, dass ich nächste Woche, Mittwoch, schon keinen Bock mehr auf Schule habe, wenn ich den Stundenplan sehe. Ich muss auch mal gucken, wie ich das mit YouTube mache, ja. Ich habe nie etwas vorproduziert, wirklich, ja. Also, so höchstens so 2 Videos mal. Aber wenn, dann auch nur BTA, weil die Leute dann nicht kurz bevor ich es hochgeladen habe, konnten, ja. Aber wieso habe ich das jetzt doppelt gesagt? Aber wie gesagt, sonst mache ich die Videos eigentlich immer direkt, ja. Wir haben jetzt gerade 13 Uhr und ihr seht wahrscheinlich das Video um 18 Uhr oder so. Etwas früher, wenn ich Bock habe, das früher zu veröffentlichen. Weil ich das hasse bei anderen YouTubern, ja. Ich mag das echt gar nicht, wenn die da Wochen vorher irgendwelche Videos produzieren, ja. Und ich hasse es, wenn ich am Ende des Satzes immer Ja sage. Da hat mich auch mein Abonnent drauf angesprochen und ich habe das gar nicht erst gemerkt. Ja, mir ist das ja später aufgefallen. Ach, ja. Und die Gegner werden hier richtig zerrissen vom Score. Ja, guck mal, steht jetzt schon fast 40 zu 3. Ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist einfach so ein Commentary, irgendein Gelaber, keine Ahnung. Ich verrate schon mal, dass ich hier das Rampant mache, obwohl es eine 5er-Lobby ist in TDM. 18-0 habe ich gerade, habe ich gesehen. Ich weiß auch gar nicht, mit welchen Leuten ich zusammengespielt habe. Ja, ich kannte die nicht. So den einen kannte ich da, aber ich bin einfach bei denen reingegangen, als sie mich eingeladen haben. Aber nur diese Runde hier gespielt und bin wieder rausgegangen. Schon da bin ich stehen geblieben mit den Videos, wenn wieder Schule ist, ne? Hier Rampant erreicht. Ich weiß gar nicht, wie das ist, weil ich habe vermutlich jeden Tag bis 16 Uhr Schule. So, das Problem ist, ich wollte ja um 18 Uhr die Videos hochladen. So, wenn ich dann um 4:30 erst zu Hause bin, dann erstmal was esse und dann noch, keine Ahnung, ein bisschen Sport mache oder sowas oder kurz mal chille, dann werde ich es hundertprozentig nicht schaffen, das Video fertig zu haben bis 18 Uhr. Deswegen glaube ich, dass ich dann
sage ich mal, mittwochs das Video aufnehme und Donnerstag kommt es dann hoch. Also immer einen Tag vorproduziere. Muss ja sein, ich kann das ja nicht so spontan machen. Wobei es kann auch sein, dass ich jeden Tag mal so 2 Stunden frei habe. Dann kann ich nach Hause gehen und einen Commentary machen. Dann werdet ihr tatsächlich jeden Tag wirklich keine vorproduzierten Videos sehen. Was natürlich heftig wäre und mich freuen würde. Ich weiß nicht, die Projekte laufen ja gerade. Und Gameplay ist auch vorbei, ich weiß nicht. Gameplay Commentary mal wieder, aber morgen ist natürlich wieder richtiges, weil ich lass mir mal da mal was einfallen, nur ich weiß nicht genau, über was ich labern soll. Und dann zeige ich euch nochmal hier den Gameplay-Ausschnitt, hier was der Hitstyler Bob, ja so heißt er, gesagt hat. Dann lasse ich euch mit diesen Worten alleine. Jetzt kommt noch von Matrix Hassliebe und ein richtig geiler Clip, den ich letztens gespielt habe. Und dann würde ich mal sagen, Freunde, haut rein, Double Time, Kollege der Boss. Herzlich 1-0, LOL. Ich sehe mein Spiegel.